Hallo Freunde, ich möchte euch heute wieder ein Spyderco-Messer vorstellen. Es handelt sich um das Spyderco Pingo. Das Spyderco Pingo wurde im Jahre 2012 von den beiden dänischen Messerdesignern, Messermachern Foxness und Ansel für Spyderco designt. Mit einem Auge wieder auf den Slipjoint-Markt und auch ein Auge wieder auf den dänischen Messermarkt. Es ist ein kleines, filigranes Messer. Ich sage jetzt mal mit einer hochgezogenen Chipfoot-Klinge. Das Messer wurde hergestellt in Italien. Als Stahl wurde verwendet der Böhler N690 Stahl. So. Sieht ein bisschen aus wie das Böker, ich kenne jetzt nicht genau den Namen, Böker Lobster oder Böker Foxness oder was auch immer. Ja, jetzt nur geschwind zu den Daten. Als Größenvergleich habe ich mal ein Wenger Messer dazugelegt, das Wenger mit 85 mm. So, jetzt zu den Daten des Pingo. Übrigens der Name Pingo, den haben sich die zwei Messerdesigner einfallen lassen, weil sie sich nicht über einen Namen so schnell einigen konnten. Pingo ist meines Wissens nach, steht auch in der Spyderco-Karte, ich ziehe jetzt die Karte nicht raus, der Spitzname für Frosch. Und da der dänische Thronfolger in seiner Armeeausbildung auch zum Froschmann, also zum Armeetaucher, ausgebildet wurde, ist das ein Spitznamen des Prinzen Frederik, soviel ich weiß. Also Spyderco Pingo ist der Nickname für Frosch oder Froschmann. So, jetzt halt zu den Daten geschwind. Die Länge über alles ist 14,7 mm. Die Länge geschlossen sind 88 mm. Die Klingenlänge sind 6 cm. Ich lege jetzt halt immer so ein bisschen zum Größenvergleich das Messer mit dazu. Oh, jetzt bin ich aus dem Bild. So. Also Klingenlänge hatten wir mit 60 mm, wobei die eigentliche eingeschliffene Klinge eine Länge von ca. 5 mm hat. Das ganze Teil wiegt 54 Gramm. Wie gesagt, Slipjoint mit nach meinem Erachtens mit einer ziemlich starken Feder. Wer noch die alten FRN-Modelle von Spyderco kennt, weiß, dass diese Messer früher genietet waren. In diesem, ja, wie soll man sagen, Aspekt hat sich jetzt quasi so eine Schraubverbindung herausgestellt. Also man kann hier nachziehen, für den Klingengang nachziehen. Hier kann man, wie gewohnt, den Clip wechseln. Wobei dieser Clip jetzt nur für Tip-Up bei diesem Messer dargestellt ist. Ich weiß nicht, ob man sieht.
Maniago, also in Italien. Ne? Hier sieht man Spyderco N690 CO Stahl. Auf der anderen Seite Maniago Italy. Und hier sind noch die Namen der Designer angegeben. Spyderco hat sich jetzt halt nicht dazu bewegen lassen, das Spidey-Hole verschwinden zu lassen. Hier dieses kleine Loch dahinter stellt es halt dieses Spider-Hole dar. Und wie gesagt, es ist Paragraph 42a konform, gilt als Slip Joint, nicht verriegelbar, beidhändig zu öffnen. Die Klinge Sheepfoot, wie gesagt, hochgezogen, sage ich jetzt mal. Und ein schönes, wie soll ich sagen, Dreihandmesser. Dreihandmesser, ja, toll. Dreifingermesser. Also wäre so irgendwie so ein, ja, gesetzestauglichen kleinen Gentleman-Folder sucht, wäre eigentlich mit dem Pingo gut aufgehoben. Verstärkungen in den FRN-Schalen kann ich keine erkennen, sind auch keine drin. Hier unten die Chimpings. Also ein netter kleiner Slicer. Sieht da irgendwie ja schön aus. Okay, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss, der Indoor Ranger.